Ken Bruin, London Boulevard, gelesen von Peter Lohmeier. Im Gefängnis habe ich gelernt, kompulsiv ist, wenn man etwas immer wieder macht. Obsessiv, wenn man immer wieder an etwas denkt. Natürlich habe ich auch noch ein paar andere Sachen gelernt, die sind aber weniger eindeutig, nicht so klar definierbar. Am Tag meiner Entlassung bat mich der Gefängnisdirektor zu sich. Er saß über den Schreibtisch gebeugt und ließ mich warten, studierte mit gesenktem Kopf Unterlagen, ein Vorbild an Beflissenheit. Da war eine kahle Stelle wie bei Prinz Charles. Sie gab mir ein gutes Gefühl, also konzentrierte ich mich darauf. Endlich sah er hoch und sagte, »Mitchell?« »Ja, Sir?« Ich kannte das Spiel. Von der Freiheit trennte mich nur noch eine Zigarettenlänge. Da wurde ich nicht leichtsinnig. Dem Akzent nach kam er irgendwo aus dem Norden. Klang jetzt zwar geschliffen, aber nach wie vor quollen Yorkshire-Pudding und der ganze Scheiß durch sämtliche Ritzen. Er fragte, »Sie waren jetzt wie lange bei uns?« Als ob er es nicht wüsste. Ich meinte, »3 Jahre, Sir.« Er hummte, als wollte er es nicht so richtig glauben. Durchblätterte meine Akte und sagte, »Die vorzeitige Entlassung auf Bewährung haben Sie abgelehnt?« »Ich wollte meine Schuld in vollem Umfang absitzen, Sir.« Der Schließer hinter mir schnaubte verächtlich. Zum ersten Mal sah mich der Gefängnisdirektor jetzt direkt an, fixierte mich. Dann, »Sagte Ihnen der Begriff Rückfallkriminalität etwas?« »Sir?« »Wiederholungstäter, die aufgrund einer Art Obsession immer wieder im Gefängnis landen.« Ich lächelte müde und sagte, »Ich glaube, Sie verwechseln obsessiv mit kompulsiv.« Und erklärte ihm den Unterschied.